Und da habe ich heute nicht drei so ein paar so Statements gehört. Zum Beispiel, naja, die wird so asozial sein, muss man sein. Das stimmt nicht. Mhm. Aber vielleicht ist einfach der Umgang mit dem Hund falsch. So, meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Echt und Unbeschnitten. Zu meiner Rechten sitzt der Reimi Reimsen, a.k.a. der Reimer. Und zu meiner Linken sitzt der Flo die Flocke. Hallihallo, hallulele. Hi. Hi, servus. Alias. Hi, Reimi. Der David Schnee. Hesselhoff. David Was? Hesselhoff. Ah ja, David Hesselhoff haben wir gesagt. David Hesselhoff, Gay Parking Only. Wieso Gay Parking Only? Ha, geilst du das? Ja, weil es einfach passt. Da gibt's auf TikTok so einen geilen Reel. Einen geilen? Voll den geilen. Ist der real? Der ist real. Der Stay ist, real. Oh, der fick dich doch einfach. Supermarkt. Ja. Und da packen die ganzen Leute. Und die sind im Geschäft drinnen. Und er geht hin bei einem Wildfremden und pickt das auf die Wand hin. Und dann kommt er aus dem Geschäft raus und sagt, was er da tut, dass, ob er schwul ist. Na, wieso soll der schwul sein? Ja, weil da nur Gay Parking Only steht. Und das kostet jetzt $1,000 für ihn. Haben die da schon wie die Behinderten und wie die Frauen einen eigenen Parkplatz? Ja, so wie schauen das Zeichen das ist da so aus? So witzig. Ja, weiß ich nicht. Das haben sie jetzt nicht so. Auf das möchte ich nicht drauf eingehen. Ja, aber gibt es die Frauenparkplätze überhaupt noch? Ja, freile. Ganze Tiefgaragenabteile. Warum gibt es das? Mein Hofer. Ja, weil die einfach viel mehr Schwenktieren haben. Also die müssen mit Einkaufswagen dann unternehmen, gescheit vorbei. Aus den manchen Weiben haben wir so Ego, da müssen einfach die Tieren 180 Grad aufgehen. Verstehe ich. So, im Großen und Ganzen wollten wir uns jetzt eigentlich einmal so in der Runde bedanken für die jetzigen Follower, die was wir aktuell auf YouTube haben. Ja, danke. Und für die ganzen Likes und Kommentare. Was für eine Runde? Ist ja keine Rundezahl. 33 ist leider keine Rundezahl, oder? Das ist Schnapszahl. Eigentlich hätten wir jetzt einen saufen müssen. Ach so, ja. So gesehen. Ich bedanke mich bei der Abnehmt. Nicht einmal bei der Mama, die was gehabt wird. Mama, schau, danke, Gabi. Mama, schau, danke. Okay. Mama kriegt ein Danke. Danke, Gabi, danke, Hertha. Ja. Danke, Gott, dass wir auf dem Planeten sind. Danke, Lucy, danke, Carmen. Genau, danke, Eli. For coming in. Und genau, Ellie. For coming in. Genau, danke für die Gäste, die was auch schon da waren. Die haben eigentlich wirklich extra Dankeschön einmal verdient, oder? Für mich danke. Ja, aber das genügt jetzt. Das ist mit uns drei an. Das war jetzt schon das Dankeschön. Das genügt voll. Genau, ich finde auch. Man braucht es nicht übertreiben. Nein, wirklich nicht. Lobt es nicht in den Himmel, um Gottes Willen. Sie haben bei uns heute dürfen, nicht bei wir werden. Ja, mit 100, muss ein bisschen realistisch sein. Mit 130 Abonnenten dürfen wir schon abgehoben sein. Ja, dürfen schon arrogante Dreckser sein. Da wollen wir nur noch mit Sie angesprochen. Jetzt häufig keine Pizzen mehr. Wie unsere Kollegen. Jetzt häufig gar nichts mehr. Einfach einige beim Spar und so aus. Nee, 133 Abonnenten. Ich bin auf YouTube, du nicht. Fick dich. Ich zahle nichts. Wie unsere Kollegen. Fuck. Barbara Karlich und so Sachen. Barbara Karlich? Im Prinzip dasselbe. Oder Britt? Nein. Kennt ihr wie auch übrigens? Ja. Habt ihr früher so deutsche Talkshow-Sendung geschaut? Wer war denn da? Britt, dann hat es die... Hallo. Warte mal, wir hören den Reimi nicht mehr. Reimi? Hallo, Test. Houston? Are you still with us? Ja, was ist irgendwas da jetzt passiert? Warte mal, ich habe jetzt... Reimi hat einen Hänger. Jetzt? Ich hab's. Entschuldigung, technische Probleme. Regie? Hallo? Regie tut wieder nichts mehr. Florian, wir haben da einen Kontakt. Oi, warte mal, dann ist aber das Kabel. Jetzt? Hallo? Test? Er schraubt um und um. Er schraubt an seine Leitung. Tut's? Ja. Wo ist im Griff? Viel besser. Dann müssen wir das dann auswechseln. Ich habe schon ein Kabel bestellt. Ach, hörst du jetzt auf beide Ohren oder nur auf einen? Ich höre nur auf ein Ohr. Ah, auf dem, was du hören willst, oder? Ja. Oh, das hast du zweimal eingepackt, diese. Also halt gerade einmal. Ja, so ist das. Ja, das war's eigentlich. Ich war jetzt nicht ganz dabei, aber an was ist jetzt gegangen? Ich muss jetzt ganz auf dem Flur seine Ketten schauen. Es erinnert mich an eine Rosen. Der reflektiert halt mit seinem Schmuck so, gell? Okay. Der Hund ist abgehoben. Bist du? Was ist das, ein Dirndl-Schmuck? Ja, ist das aus der Kälte? Ich habe das heute daheim gefunden und. Ein Dirndl-Schmuck auf einer Hundsmarke um. Der Flo ist generell der volle Schmuckträger. Ja, voll aus dem Sinn von meiner Oma. Das ist ja der Herr der Ringe eigentlich.
Eigentlich aber man sieht noch, ich weiß. Der Mordor. Eigentlich darf man es ja gar nicht sehen, oder? Wenn er noch Gandalf der Graue. Mordor war das Land, du Pfeifen. Ja, aus Mordor, habe ich gesagt, du. Also. Das ist kein Land, das ist ein Vulkan. Nein, Island. Island? Mhm. Wieder ein Vulkan. Mhm. Ja, ist der Vulkan. Das ist wie Island, Island, nicht, nicht so teuer. Ich bin bei Herr der Ringe irgendwie eingeschlafen. Ich habe das nur so zitzelweise mitgekriegt. Jetzt kommt oft in Regau da so eine Special Edition rein. Herr der Ringe 1 also, bis 3 gleichzeitig durchschauen. Musst 18 Stunden im Kino sitzen. Ja, und ich werde mal schauen. Ohne dass du aufstehst erst. Ich werde es auch schauen. Weil wir gerade bei Reichtum sind. Das ist ein Thema für uns. Kennst du mir Geld leihen? Weißt du, wenn wir jetzt Reichtum anders bewerten würden, zum Beispiel random, über Flugzeugträger, okay? Reichtum wird als Flugzeugträger definiert, dann bin ich genau gleich reich wie Österreich. Und ich so reich wie ein Fischerboot. Weil keiner hat einen Flugzeugträger, weder ich noch Österreich. Österreich, stimmt allerdings. Ein Flugzeugträger ist aber ein Teil, gell? Ja, also. Kostet, glaube ich, so 2 Milliarden oder sowas. Definitiv, aber. So ein kleiner. Ja, aber ohne Equipment und ohne S-Line. Was für Equipment? S-Lines? Ja, Flugzeuge, Waffen. Personal. Das ist nicht dabei? Personal? Nein, gar nicht. Nein, das ist nur der Rolex. Also, wenn man jetzt an ein Schiff werft, geht und sagt: Hey, ich möchte einen Flugzeugträger. Mhm. Pronto. Dann machen wir den selben fahren. Ja. Ja, das war von mir, das war das von mir der Grund, wieso dass ich keinen gekauft habe. Also die Flieger sind nicht dabei. Das Problem ist, was du mit dem Flugzeugträger hast, keine Pilotenlizenz. Das schaut schon geil aus. Das ist ungefähr so, wenn du einen Maybach kaufst, sind keine Seats drin. Stell dir mal einen Flugzeugträger Nussensee vor. Kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen. Ja, aber du kaufst ja auch keinen Jeep, dass du in den Gelände fährst. Oder die meisten kaufen sich keinen Jeep. Das sind im Gelände fahren. Die ja, weil die meisten Deutsche sind und die nicht Auto fahren können. Ich glaube, die meisten kaufen sich einen Jeep, damit sie eine gute Knautschzone haben. Der Panzer auf der Straße. Also gute Knautschzone, das glaube ich wieder überhaupt nicht. Das hat, wenn ich auf ein E-Bike sitze. Das heißt Couchzone. Kaltzone? Du machst eine Kaltzone ist auf Knochen voll. Kaltzone, Knautschzone. Oh Gott. Hey, was wollten wir eigentlich reden? So ja, in erster Linie wollten wir uns einmal bei unseren Zuschauern bedanken, aber das haben wir eh schon. Das haben wir, nein. Wie oft sagst du noch einen Ficken auch dreimal Dankeschön? Was ist mit dir? Jetzt erst sag ich bitte. Das mach ich auch. Auf alle vier. Auf alle vier. Wow. Da müsst richtig Eindruck schinden. Ah, ist witzig, ist es traurig. Nein, aber wir wollten ein Resümee zum... Ja, die Resümee wollten wir eh. Was bis jetzt... Die Resi? Was hier ist, oder was wir gut finden, was wir schlecht finden. Was heißt der Resümee? Was ist ein Resümee? Nein. Die Frage ist schon mal bei unserem Podcast. Beim Raum. Ja, nein, Resümee ist schon mal beim Podcast aufgekommen. Genau. Es war witzig. Da jetzt keine Angst. Es war generell war sehr lustig bis jetzt. Generell, glaube ich, mit allen Gästen, was wir bis jetzt dann, da gehabt haben. Dann generell so. Was hältst du von der Eli? Unser erster Gast. Schreibt es in die Kommentare. Achso, ich habe gefragt. Achso, ich rede mit dir. Deine Kommentare, schreibst du so keine Einladung. Lass mal, scheißegal. Scheiß auf die Kommentare. Ja, einzig, was wir kommentieren, bist du, Dani. Du mit deinem Froschgesicht. Schuhbanden. So, Diskriminierung ist natürlich wieder on point, aber das passt eh, wir nehmen keine Plattform. Was hört man von der Eli? Ja, genau. Also, die Folge ist auf alle Fälle sehr interessant. Gewesen. Ja, natürlich. Nach wie vor, man kann es ja immer noch anschauen, ist ja nicht gelöscht worden. Ist interessant, ja, stimmt. Was der Internet vergisst nicht. Und wann dann selten und... Siehst du, hätte es noch gespeichert, als wenn es wer vergisst. Ja, wenn es wer vergessen hat. Weil du bist so brandig, ich bin, glaube ich, durch Feier gelaufen. Wirklich? Ja, das sagen die immer, die was gesoffen haben, gell? Hat das gute auch gesagt? Feier! Also, die witzigste, glaube ich, war die zweite Folge von, also meines Erachtens, mit der Luzi. Der Luzi, ja. Mit der zweiten. Die zweite Folge davon, die hat mir sehr gut gefallen. Da haben wir einen guten Flow gehabt, kommt mir vor. Ja. Auch wenn der ein oder andere sagen würde, wir haben es zu oft unterbrochen. Nein, das gehört viel. Zu unserem Job. Nur genau. Das gehört voll viel und ich das tut uns auch leid, aber wir sind... Das mache ich bei meinem Chef auch immer. Ja. Ins Wort fallen. Oder beim Bankdirektor. Das ist fast der Hupi, oder? Beim Bankdirektor. Die Zinsen sind jetzt auf 6,5. Wir kennen ja gar nicht mehr Games Limit. Ist überschritten. Was hast du überschritten? Das ist so krass. Vorsicht, ich trage ganz dünnes Eis. Rein, ich hab dich. Schlittschuhe. Okay. Und so schauen die Bankgespräche dann immer generell aus. Ja, ich glaube, wenn ich zum Bankomaten fahre, macht sich Cobra über mir schon bereit. Was tut er da?
Nein, aber zurück zu den Gästen. Also, ja. Das zweite von der Lucy hat dir am besten gefallen. Dann, ja. Dani, dann darf es mich interessieren, was dir am besten gefallen hat bis jetzt. Du, ich muss sagen, es hat ja jeder Gast irgendwie so individuell sein, ja, sein persönliche so Dani-Antwort. Das ist ja. So lame. Und es war mit der Eli lustig, es war mit der Lucy lustig und es war mit der Carmen genauso lustig. Mit mir ist es auch lustig? Mit dir ist es auch lustig, ja. Du bist der ewige Scherzkeks. Ja, Scherzkeks. Und so zerbröselt der Keks. Mehr Scherz als Keks. Ja. Ja. Gescheite Butterkeks. Und gescheite Butterkeks. Nämlich. Ja. Aber das war nicht meine Frage. Das war nicht deine Frage. Ich muss ehrlich gesagt sagen, die zweite Folge, was wir mit der Carmen angetraut haben, die hat mich persönlich auch ein bisschen... Wegen Wursch im Mund. Das war deine Aussage, gell? Das war wieder ja. On-Point-Präsentation. Nein, die hat mir persönlich am besten gefallen, auch von der Kommunikation her und einfach, wie wir geredet haben miteinander und geplappert haben, war es... Also die beste Folge war, meines Erachtens, war das mit der Ellie, weil ich nicht dabei war. Also das war richtig gut für mich. Ja. Also, die war eigentlich das Highlight, muss ich sagen. Drum hat euch auch besser gefallen, gell? Drum ist so gut angekommen. Ja. Gut angekommen. Angekommen. Sagt man, wenn man in Urlaub fährt, oder? Alter. Ja, und das ist dein Lieblingsfolgen gewesen. Sozusagen, ja. So wie du mich gefragt hast, habe ich geantwortet. Nett. Und wie schaut es da beim FLO aus? FLO, alias David. Alias Gaywood Hasselhoff. Gaywood Hasselhoff. Ich weiß nicht, also ich darf sagen, das ist unterschiedlich. Zum Beispiel am witzigsten war bei Lucy die zweite Folge mit den ganzen Vibratoren etc. Wir haben uns ein Papagei einsitzen. Nein, warte mal, hallo, ich bin noch nicht fertig. Haben. Du bist damit der, der was ausgeht. Genau, der was sich so verbirgt. Für seine Klicks und Likes und Kommentare. Und dann informativ wahrscheinlich einfach bei der Lucy, weil es halt voll viele Leute nicht gewusst haben, wie das so läuft. Und wir wahrscheinlich auch teilweise nicht. Ich glaube auch. Außer der Reime, der hat das Abo. Ja. Der Reime hat sich besser von OnlyFans kennt, das ja auch so, als er eigentlich uns vorgemacht hat. Ja. Und aber auch von der Eli, der Werdegang, habe ich voll interessant gefunden, von einem kleinen, schüchternen Dirndl, was eigentlich keiner so mitgekriegt hat, weil halt der Eli halt jetzt jeder kennt, aber früher nicht. Und nur, dass man durch den Sport oder durch seine Ernährung, seinen Kopf dann durchsetzen, ganz anderer Mensch werden kann. Das finde ich voll interessant. Persönliches Mindset. Also wenn sie die Frage wirklich beantworten haben, magst du dann wahrscheinlich die erste Folge mit der Eli. Ist mein Favorit. Mhm. Ja, man muss ja dazu sagen, wir haben glaube ich noch eine oder zwei Folgen, die werden eigentlich gar nicht ausgestreut, oder? Denkt mal an unsere allererste noch zum Beispiel. Ach so, ganz offen ja, ehrlich und jetzt, das meine ich jetzt wirklich ernst, ich hätte es so sympathisch gefunden, wenn wir das so durchgezogen hätten. Aber nein, wir müssen da Sachen aufpicken, wir brauchen einen Tisch. Wir hätten einfach so einen Sesselkreis machen sollen. Genau, zu dritt mit zwei Couch. Mikros aufnehmen. Das war so cool. Ja. Da, waren wir richtig geil. Da waren wir richtig unbeschnitten. Da waren wir richtig unbeschnitten. Aber schlecht und ungeritten waren wir da noch. Ja, auch. Da waren wir ja nicht, das haben wir nicht aufgeladen, weil es so nicht passt hat, sondern weil der Dom hat so extrem kacke. Wir haben das Mikro so fest in der Hand gehabt, halt, dass es angewirkt hat. Genau. Wie beim Wasserschlauch. Gerissen wir daheim. Wir waren halt ein Schlauch. Was ich gestern erfahren habe, entschuldige, da ist ein Unterbrich. Angeblich ist immer, wenn man sich selber betatscht, stirbt der Babykätzchen. Ich habe schon voll lange keine Babykatzen nicht mehr gesehen. Was also, ich lasse das mal rein. Zeit. Ich glaube, also, wenn ich zu. Das ist in deinem Horoskop gestanden. Wenn ich mein Leben so, Revue passieren lasse, sind ungefähr 12 Milliarden Katzenbabys gestorben. Ich fühle mich fast ein bisschen schuldig. Da sollte man jetzt eigentlich eine kurze Trauersekunde innehalten, oder? Für die Babykätzchen. Wir sollten gleich bei der nächsten Folge Kerzen anzünden. Du sollst dich wahrscheinlich einfach nicht so oft selber angreifen. Nein, das war ja schon mal Anfang, oder? Ich muss mich haben. Also, das tut es ja keiner. Mensch, Dani. Sei doch nicht apropos so angreifen, wer greift die momentan so an? Also mir ist das wurscht. Der Vorschlopfen. Scheiße. Der Waschlappen ist der Einzige, der mich angreift. Und ich glaube, da steckt sogar ein von mir drin. Na ja, weißt du. Deshalb bist du wieder im Fort. Mit Sarkasmus. Hast du den Flow? Ich hab halt voll den Flow. Yo. Leck mich am Arsch. Ich bin unstoppable heute schon wieder. Unstoppable. Wer hat das gesungen? Rihanna, oder? Ja. Apropos Sänger. In the sky. Was singst du uns jetzt? Na. Arnold Schwarzenegger, sein Synchronstimme ist gestorben.
Hast du schon gehört? Ja, aber der hat nicht gesungen. Ohne Scheiße. Ja? Wie soll das in Zukunft dann weitergehen? Wer sagt jetzt in Zukunft, und was ist das? Also ist blaues Licht. Oder I'll be bad, das war beim Rambo übrigens. Das ja, aber das ist ja das. Ah ja, stimmt. Meister, ja. Der I'll be back und der Chopper ist ja, down. Ja, und ja, warte mal, wer ist gestorben jetzt? Arnold Schwarzen oder? Ja, der hat der hat das ist ein Grundstein sein Deutsche. Den und den hat der Synchron. Bruce Willis nämlich auch. Der Bruce Willis hat dieselbe Synchronstimme. Nee, ja, der hat nicht mehr verstehen können. Schätze mal tief. Da haben wir einen Regler, wie es der Flo da hat. Aber alle drei. Doch, der hat das. Was. Also, nagelt mir jetzt nicht fest. Ich nagel. Aber er hat quasi in Rambo. Mhm. In Sylvester Stallone. Mhm. AKA Sylvester. In Arnold Schwarzenegger. Und in Bruce Willis, glaube ich. Ja, ja. Ich glaube, das ist. Ich normal in der Branche, aber dass jetzt genau drei so große. Rollen hat, weil ich denke da die ganze Zeit an Expendables zum Beispiel, dann war das ja komplett das machen sie eh separat. Jede Stimme eigentlich. Separé. Wird da viel Moderat, dann kommt er nach Deutschland aber und dann wird er neu Frage, ich hoffe nicht, dass jetzt der Arnold Schwarzenegger ins Bombshop-Bob sein gekriegt. Im Bombshop sein stimmt? Ich hoffe das schon irgendwie. Das ist generell immer so verstörend, wenn es die jahrzehntelang an einer Synchronstimme gewohnt hast, ist beim Bart Simpson genauso da, wie beim Homer. Also dasselbe, da ist mir das erste Mal so aufgefallen. Wie heißt die Frau? Maggie? At Marge? Marge? Da bin ich total gestört. Mit der Elke Helge? Wie heißt die? Anke Engelke. Ja. Anke Engelke, genau. Macht die das aktuell jetzt, oder was? Nein, die hat das trotzdem mal gemacht bei den ersten Wechseln daheim auch eigentlich, Alter, diese Katastrophe. Es gibt nichts Verstörenderes, wie wenn du voll so die Stimme gewohnt bist und du freist dich auf dem Film und dann kommt da irgendein anderes Gesäusel mit einer anderen Stimmlage aus. Katastrophen. Ich habe mir seitdem nicht wieder das Sensor. Ist eigentlich ein No-Go. Aber wisst ihr, das ist nur bei uns, bei den Deutschen. Dass ein Schauspieler immer dieselbe Stimme hat. In Amerika, wenn es in Spanien oder so translated wird, dann ist das voll oft also ganz normal. Dass das halt sind sicher Fake News. Dann googelst du das halt. Bravo. Oder wenn so spanische Schauspieler quasi, die haben immer andere englischen Stimmen und so. Das weiß ich. Okay. Es ist ja auch voll komisch, wenn du da das erste Mal einen englischen Film anschaust, weil da rennen sie ja mit dem Mikrofon oben am Set und so. Da sind es meistens eh die Originalstimmen, oder? Wenn der Film in Englisch ist und mit englischen Statisten draht wird, dann. Aber das Problem ist, wir sind ja das so gemeint, dass eine Stimme hinterlegt ist, jetzt ist die Stimme viel lauter, was wir im Fernsehen hören. Also viel klarer, viel schöner. Mhm. Und wenn du alles in Englisch anschaust, dann ist das eigentlich im Verhältnis zu den Hintergrundgeräuschen so relativ leise. Mhm. Das ist auch voll komisch. Obwohl ich es jetzt nicht wissen oder sagen kann, ob nicht dann, wenn der Film jetzt zum Beispiel in Hollywood gedreht worden ist, dass die das im Nachhinein nur mehr nachsynchronisieren mit der eigenen Stimme. Ich glaube auch, weil das kommt, muss ja perfekte Qualität sein. Also das weiß ich, das kommt auf Kamera drauf an. Zum Beispiel von Christopher Nolan, der hat ja IMAX, also richtige Filmkamera mit Filmrollen und so. Und die rattert ja richtig voll. So ja, das Sound wird immer extra. Jetzt müssen sie alles nachsynchronisieren und jeden Text nochmal sprechen. Das glaube ich auch, Ich hätte selten bei irgendeinem Hollywood-Dreh dann irgendwann mit so einem Mikroarm oder wo so stehen gesehen. Doch, gibt es schon noch. Gang und gäbe. Überhaupt bei den Alten, glaube ich. Das ist so früher wahrscheinlich. Ja, so Zeug, was du da hast. Du hast früher mal die ganzen Uncut-Sachen gesehen. Da hast du es auf der Shop und so durchblitzen gesehen. Na, eigentlich überall alles mit Red und Ari ist trotzdem standardmäßig. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel so Soaps... Ist da wieder anders, weil da haben sie schon die Mikros verbaut, haben genau die Kulissen. Das Set. Und das ist ja voll witzig, weil die trainieren das und führen das quasi dann alles einmal ein Stück durch vor dem Publikum, dass die Locher haben. Das ist auch voll interessant. Ja, die Locher sind wie bei uns, wenn du auf einen Knopf drückst. Nein. Werden wirklich live vorgeführt, dann lachen die Leute und das wird schon in einer separaten Tonspur oft nochmal aufgekommen oder bei Stöhnen, die was witzig sind und die Leute dann nicht gescheit gelacht haben, nehmen sie einfach andere Spuren und dann da quasi ein Loch. Dass die Leute dann Anhob haben. Ja, das ist einfach ein Booster im Endeffekt, dass wenn irgendeine witzige Situation gerade ist, in irgendeinem, sagen wir so Standard-Sitcoms, wie du das kennst, und dann im Hintergrund hörst du das Leute lachen, das sollte dann die animieren dazu, dass du auch lachst. Aber das tust du ja. Wenn der Joke gar nicht witzig ist. Aber das tust du ja. Das ist ja automatisch Kopf her, lachen, weil ja. Das ist ja wie wenn du was Witziges anschaust. Manipulation. Mit Leuten anschaust oder allein anschaust. Dann allein ist das nie so witzig, wie wenn du. Es lacht sich einfach in Gesellschaft viel besser. Es ist so. Und so wie es quasi manipuliert, dass du das witziger findest. Fernsehen ist alles geskriptet und manipuliert. Außer bei uns. Genau, weil wir sind echt beschnitten. Ja, da gibt es die nackte Wahrheit.
Reim ist auch so skeptisch. Ja. Aber das ist keinem aufgefallen. Was? Ja, der erste Versprecher von mir, dann hast du das irgendwas gesagt, aber das hat keiner drauf bekommen. Sag sowas so. Nicht, das Internet vergisst nichts. Der Florian, ja, YouTube ist ein Fehler. YouTube ist so. Das passt schon. Das, du musst ja an das gewinnen, schreibt da keiner was. Ein bisschen mit Ecken und Kanten, so, das passt schon, oder? Ja, das ist ganz normal. Das muss ja nicht. Mir interessiert der Gesölz eh sowieso nicht. Was? Ja, was da drunter schreiben. Warum? Was? Ja, okay. Ja, einen haben wir so einen witzigen Kommentar. Weißt du, da hast du, glaube ich, du zurückkommentiert. Was? Ja. War das auf YouTube oder war das auf Instagram? Schau, ich weiß nicht einmal deinen Unterschied. Ah, Internet. Ja, der hat geschrieben. Er hat gerade 40% und verstanden. Und weiter? Nein, der hat geschrieben. Bei der Lucy? Nein, ja. Genau, bei der Lucy, glaube ich. Jetzt hat es drei weitere Drehpartner. Nein. Nicht das? Es war glaube ich, ein Hate-Kommentar. Das war so quasi, ich hab's ja den Bezug zu eurem Leben verloren oder so. Ja, genau. Das war, glaube ich, auf Instagram oder Facebook. Ja, aber das ist wurscht, das passt. Da haben wir auch gefreut. Dann wurde er schon längst verloren, sonst hätte er das nicht. Ja, das ist auch genau dasselbe Heimat. Und ich habe mir nur gedacht, warum kennt mich der so gut? Ja, verdammt. Woher weißt du das? Der Wahnsinn. Seitdem sind wir beste Freunde auf Instagram. Also. Ja. Schickt euch Not-Fotos, Penisse. Mir hat auf alle Fälle der Marco, schöne Grüße nach Kroatien, das ist der, der mal auf Englisch einen Kommentar drunter geschrieben. Da irgendwie bei unserem Instagram-Reel, das was du zusammengeschnitten hast, mit das letzte. 40%. Genau, er kann ja ein bisschen Deutsch und bei Oma hat es ihn ausgehängt. Oma? Ja, Hertha. Hertha, wisst du. Thomas das? Hertha? Thomas Hertha. Ah, noch zu Oma in Ruhe. Auf alle Fälle, mein Oma hat sich gekehrt. Meine Oma hat sich die Folgen angeschaut, wo GG gefallen ist. Mhm. Gefinkt und gefahren. Hat sie Adrat. Wirklich? Ja. Sie hat es mental nicht verkauft. Ja, sie hat es mental nicht verkauft. Und ich glaube, ich kriege keine Spendengelder mehr. Das Brief des Kontos ist eingefroren. Aber für was steht GG eigentlich wirklich? Das wird ja in der Gamer-Szene normalerweise. Good Game heißt es. Good Game. Oder gut gespielt. Translated sozusagen. Ja. Das ist genauso wie YOLO, LOL und... Das ist quasi, was der, wenn man bei Escape from Tarkov einen guten Sniper-Shot macht, einen guten Run macht oder einen guten Fight hat in-game, dann ist, wenn man den Fight gewonnen hat, schreibt man drunter GG. Good Aber game. Nur, wenn man auch den Respekt dem Gegner zahlen will. Normalerweise schreien sie wie du Frisurensohn und was weiß ich alles. Ja, ich rede jetzt rein. Frisurensohn. Ja, Frisurensohn. Ja. Ich rede zum Beispiel, wenn man jetzt ein Streamer wäre. Achso, live dann natürlich. Genau, ja, wenn man live das übertragen würde und dann kriegt man im Chat eine GG. Also kommt das von Streamen? Ja. Nur? Ja. Nicht jetzt von den Rams. Das sind halt einfach ja Greetings, wenn du das geleistet hast. Mountain Rams? Ja. Saugeile Mannschaft. GG. D'Agostino. Ja. Mitten da am Spielfeld. Okay. Also deine Gedanken sind echt weird. Er reizt einfach nacheinander ohne Sinn im Hintergrund. Schwierig. Mein Hirn ist ungefähr wie unser letztes Reel. So laut, dass ein Stück Meinung ist also. Und es ist der Wikipedia, Dani. Der tagtäglich kocht. es ist ja fast ein bisschen gut zusammengeschnitten. Auch. Ja, muss man ihm schon lassen. Kann man schon lassen. Der hat auf alle Fälle einen Schmankerl ausgesucht. Sau gut. Was ja, aber das passt eh. Ich glaube, solche Videos feiere ich selber auch am meisten, weil das, wenn man dann aus so Situationen einfach eine neue Situation bastelt. Mhm. Voll. Das ist aber ganz witzig, wenn du zum Beispiel Politiker hernimmst, die was jetzt da irgendwo im Parlament stehen und was reden. Und dann cuttest du aber nur das aus, was du jetzt dann hören willst und machst einfach einen kompletten Eigensatz. Mhm. Ja, oder einen Song mit dem Song. Ja, genau. Mit Obama, der was alles zusammenschneidet und dann einen Song hat. Das hat der TV Total früher ganz gut hingebracht. Die haben das auch aufgemacht, dass die das so zusammengeschnitten haben, dass sie da einen richtigen Liedl dann schon einstängen. Ja. Das ist ein Scheiß. Das ist richtig geil. Aber mit TV, Entschuldigung? Aber er mit seinen Knöpf, wie es du eigentlich auch vor dir hast, hat schon ein wenig wieder gemacht. Generell, ich wollte gerade sagen, TV Total. Da, wo es drauf ist. Ja, aber das ist Robotik. Aber TV Total war das Letzte, was man im Fernsehen noch angeschaut hat. Auch noch dazu mal. Und ja, wenn es Comedy-Sendungen und so anbelangt, auf alle Fälle. Nein, das Einzige, was man auf die Nacht noch angeschaut hat, ist... Ich schau mal auf Eurosport ab Mitternacht, schau ich noch Fernsehen. Sexy Sportclips. Da kennt ihr ihn aus. Gibt es das noch einmal? Ich hoffe. Keine Ahnung. Hey, ja, Sportfernsehen. Du hast ja das Kronenzeitung gehabt. Ist da auf Seite 7, weil wir letztes Mal gesagt haben, oder Seite 9? Nein, ist nicht mehr. Gibt es die auch nicht mehr? Gibt's nicht mehr. Die haben dann die ganzen guten Sachen. Aber warum? Ja, weil es Sexismus ist.
Nein, ich glaube, weil es dann Damen als Objekt hingestellt werden. Ja, ja, dann tun sie es jetzt auf OnlyFans. Ja, was oder auf andere Plattformen hinstellen. What? Ich glaube, die Kronenzeitung will einfach seriöser werden. Ja. Was ist OnlyFans? Ein Video dazu? Die sollten mal in die Samten verlinken. Das machen sie jetzt seit 5 Jahren. Obwohl, Kronenzeitung. Lest irgendwer von euch Zeitung? Also, nein. Ich lese gar nichts. Plakate. Beim Vorbeifahren, oder? Und da gerade war ich Mur. Bitte Zeitung lesen. E-Mails und das ist nur, weil ich Geld krieg dafür. Wenn du Zeitung lesen tust, ich sehe gerade ab und zu das Titelblatt und dann denke ich mir schon wieder, Leute, die was eigentlich Zeitung lesen, denen geht es noch viel zu gut, weil die wollen unbedingt schlecht drauf sein. Das stimmt, ja. Ja, ich stelle nichts Geiles mehr drin. Nix. Ich stelle immer nur Leid, Elend und wie andere Leute schikaniert werden. Da steht nur Negatives eigentlich in der Zeitung. Das ist wie mein Kontostand. Sag mal eine positive Schlagzeile. Hund beißt Joggerin zum Beispiel. Aktuell jetzt gerade, ja. Ist ja, man braucht sich gar nicht aufreihen. Ferrari-Fahrer fetzt der Wohnmobil auf Zeiten. Verbrennt. Das war zwei, ja. Ja. Aber da siehst du wieder mal, dass das Thema Negativ-Schlagzeilen, da geilen sie sich alle auf. Das ist einfach das, was Cash Joggerin beißt Hand tot. Nein, das ist gar nicht positiv, aber das ist so Headliner, das kann man total gut verkaufen. Naja. Aber ich kaufe wegen so einem Scheißtrick keine Kronenzeitung. Das möchte ich nicht. Ja, oder auch kein anderes Revolverblattl, die kennen sich in einer Story. Das Problem ist oft auch wieder, dass sie dann, gut, jetzt beißt der Hund die Joggerin. Kann ja passieren. Wer ist schuld? Soll ich vielleicht nicht. Also, wer ist schuld? Wahrscheinlich die Erziehung beim Hund, schätze ich mal tief. Fände ich auch. 100%. Aber wer kriegt jetzt alles an? Der Hund, weil er tot ist. Nein, jeder, der was die Hunderaste daheim hat, muss jetzt da wahrscheinlich dann. Jeder, der was einen Hund daheim hat. Und Scheiß ausbauen. Und wenn es ein kleines Schichuchu daheim hat. Ich bin auch kein Fan nicht davon, wenn man einen Hund. Also, ich mag Hunde, ich möchte aber niemals einen daheim haben. Ich hätte schon gerne einen Hund, ich mag gerne Hunde. Aber ja, aber die kriegen jetzt dann wieder die ganzen Gesetze mit Maulkorb, bla bla, da dürfen sie nicht, sie dürfen jetzt nicht mehr wahrscheinlich dann frei haben und umlaufen, wenn das so weitergeht. Weil ich kenne jetzt die Person nicht, ich kenne die Situation nicht, ich kenne den Hund nicht. Man kann jetzt schließen, was man will. Aber, und da habe ich heute nicht drei so ein paar so Statements gehört, zum Beispiel, naja, die wird so asozial sein, muss man sein. Das stimmt nicht. Aber vielleicht ist einfach der Umgang mit dem Hund falsch. In einer gewissen Art und Weise. Da kann so viel falsch sein. Da kann so viel falsch sein. Ich meine, es ist schon von der Rasse ja wahrscheinlich auch irgendwie ein Knopf im Kopf, dass es leichter gereizt ist. Aber es gibt so viele Hundebesitzer, die einen Hund haben, weil sie einen Hund haben. Und weil sie sich vielleicht damit auskennen und einen guten Umgang abpflegen. Nein, aber ich rede jetzt von den Leuten, die keinen guten Umgang damit haben. Sondern die haben einen Hund, dass sie einen Hund haben. Weil die Leute, die einen Hund haben, weil sie ein Familienmitglied haben wollen oder keine Ahnung, oder weil halt einfach der Hund zu der Arbeit gehört, ja, gibt es ja auch. Jäger zum Beispiel. Aber Polizisten. Und da, wo der Hund einfach aufs Kommando horcht, weil er die Erziehung braucht. Ja. Und kriegt, oder? Aber du weißt es ja auch nicht, das ist ein Kampfhund. Vielleicht ist ja der Hund total gut erzogen gewesen. Wir kennen ihn ja nicht. Und in dem Moment, wo das passiert ist, ist halt mit deinem Hund was spazieren gegangen. Braucht ja gerade ein falscher Klingelton sein. Was am Weg wurde in jedem. Das kann man in einer Schublade stecken, kommt mir vor. Weil das hat so viele Aspekte. Auf alle Fälle ist ein Hund tot, es ist ein Mensch tot und ein Mutzwürbe ist drumherum entstanden. Es ist tragisch. Tragisch ist es sowieso, ja. Weil weißt du, wenn man das dann hört, dass die Besitzerin auch schwer verletzt worden ist, weil der eigene Hund die Besitzerin bissen hat. Oh, okay. Ja, die kann nicht mal Aussage machen, wie das passiert ist zurzeit, weil sie ins Spital liegt. Dann ist ja da irgendwas total aus dem Ruder gelaufen. Genau. So ehrlich muss man sein. Hinsicht, ja. Da kann man jetzt nicht sagen, dass sie neben gestanden ist mit den Händen in den Hosensack und hat zugeschaut hat. Ja. Ich weiß nicht, was der Kali. Der will nur spielen. Ja. Fauti. Ja, voll lässig, aber bitte tu deinen Hund oder gut, ja. Gehört das so? Nein. Aber was ist immer? Ja. Das ist meine Meinung zu dem ganzen. Ja. Tragisch ist auch das mit unserer dritten Kamera, weil die nimmt seit zwei Minuten nicht mehr aus. Cool. Deswegen starten wir, glaube ich, eine neue Runde, oder? Ich glaube auch. Dass wir uns wieder sehen, weil. Ja, sage ich danke, herzlich fürs Zuschauen und Zuhören. Bleibt geil, bleibt sauber und wenn ihr einen Hund habt, schaut, dass er gescheit erzogen ist. Und mir ist wurscht. Ciao.